Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Wie versprochen geht es jetzt endlich um ein Review, um meinen persönlichen Praxistest mit hier dem Sony 10 bis 18 mm Offenblende, durchgehende Offenblende von F4 OSS, also mit Bildstabilisation. Ein schönes Objektiv, welches es schon einige Jahre auf den Markt gibt. Und ich würde das mal wieder so in diese Kategorie reinpressen wollen, vergessene Schätze. Denn obwohl es dieses Objektiv schon 6-7 Jahre auf dem Markt gibt, gibt es im deutschsprachigen Bereich nicht gerade sehr viele Berichte darüber. Vor, wie gesagt, ungefähr 6-7 Jahren hatte mein geschätzter Kollege, der Pavel Kaplun, dieses einmal vorgestellt. Und da war ich schon begeistert, wollte das eigentlich haben. Aber als ich den Preis gesehen habe, habe ich gesagt, das ist nicht so ganz meine Liga und fällt dadurch auch nicht in die Kategorie bei mir, das mag ich ja so gerne, gut und günstig. Gut, um das schon mal vorwegzunehmen, ist es auf jeden Fall, aber günstig für einen damaligen Preis von knapp über 800 Euro war es definitiv nicht. Ein heutiger Preis von ca. 650 Euro Neupreis, kann man das ja auch noch kaufen, ist vielleicht angemessen, aber immer noch nicht wirklich günstig. Ich habe es glücklicherweise ganz, ganz günstig gebraucht, ersteigert und es ist in einer hervorragenden Qualität und ist auch nichts kaputt dran gegangen. Und bis jetzt würde ich mal schon mal, um euch das vorwegzunehmen, es ist kein Fehlkauf. Es gibt unheimlich wenig Alternativen für Kameras mit einem APS-C-Sensor wie die Kameras aus der 6000er-Serie. Ein Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv zu bekommen. Man kann sicherlich Objektive nehmen, die aus dem Vollformatbereich kommen, G-Master-Objektive. Aber das verfehlt wieder diese Idee, dass ja alles klein und leicht sein soll. Und natürlich sind die G-Master-Objektive auch wesentlich teurer. Ich hatte vor ein paar Wochen aufgerufen, wer so ein Objektiv hat, schickt mir doch ein paar eurer Bilder, damit ihr in diesem Beitrag Beispielbilder bekommt und dass ihr sehen könnt, wie schön das, wie schön man damit arbeiten kann. Es haben auch einige schöne Bilder zugeschickt. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank. Die werde ich auch zwischendurch einblenden. Und vielleicht besucht ihr ja auch deren Instagram-Profile. Da könnt ihr dann natürlich sehen, die haben bestimmt noch mehr Fotos mit diesem Objektiv gemacht. Fange ich aber mal damit an, wie ich immer anfange. Haptik, was ist im Lieferumfang? Wir haben hier eine Streulichtblende, die ist abnehmbar. Das ist sehr schön. Objektivdeckel und auch hinten die Schraube und so weiter. So, wie das eigentlich sein sollte. Ich weiß, einige Objektivhersteller scheuen sich manchmal mit der Streulichtblende und dann möchte man für so einen Plastikeierbecher dann nochmal wieder 25 oder 60 Euro haben. Nein, bei Sony ist das definitiv mit dabei. Ich hätte mich gefreut, gerade wenn man im Ultraweitwinkel unterwegs ist und für den Bereich der Landschafts- und Architekturfotografie, wo man ja viel draußen ist, wenn hier unten, ich zeige das mal dort in die Kamera, so ein kleiner Dichtungsring drin gewesen wäre, damit das Ganze auf jeden Fall spritzwasser- und staubgeschützt wäre. Nein, ist es nicht. Und wie gesagt, für einen damaligen Preis von knappe 800 Euro hätte ich das eigentlich erwartet. Ist es aber nicht. Nun ist Meckern auf hohem Niveau, darauf kommt es mir jetzt auch gar nicht an, denn bei Schlechtwetter gehe ich allgemein sowieso nicht raus. Die Verarbeitung ansonsten ist sehr, sehr gut. Hier ist viel Metall verbaut, auch ein bisschen Kunststoff und der Zoomring und auch der Fokusring haben einen schönen Widerstand. Man kann damit sehr, sehr gut arbeiten und ich muss sagen, von der Haptik her gefällt mir das sehr, sehr gut. Ein Objektiv, was direkt hier dran anschließt, wir haben ja hier 10 bis 18 mm, was dann 15 bis 28 oder 27 mm am Vollformat entspricht, habe ich noch ein Objektiv, ein 18 bis 105 mm Objektiv, auch durchgehende Offenblende von F4. Das würde hier direkt dazu passen, anschließen, aber dafür gibt es sicherlich nochmal einen extra Bericht, wo ich diese beiden Objektive, ich sag mal, bei einem Fotowalk euch vorstelle, denn mehr braucht man schon fast gar nicht, wenn man vielleicht im Urlaub oder sonst wie unterwegs ist. Wer mit Filtern arbeiten möchte, hier haben wir einen Durchmesser von 62 mm. Das ist angemessen, das ist schön, nicht zu groß und auch vom Gewicht her knappe über 200 Gramm wiegt das Ganze und ist auch nicht überdimensioniert an einer Sony Alpha 6000er Reihe oder 6400er Reihe, wie auch immer. Wo ich die Vorteile bei diesem Objektiv sehe, und dazu komme ich gleich nochmal, da drehe ich nochmal einen kleinen Film für euch ab, den starte ich auch gleich. Da geht es nämlich um die Videografie, um den Bildwinkel und wie das Ganze funktioniert. Schaut euch das eben an. Ich nehme das Ganze eben in die Hand, so als Vlogger unterwegs hier mit diesem Objektiv. Schaut euch das an.
So, ihr Lieben, komme ich jetzt zum Thema der Videografie. Die Kamera ist ungefähr 50, 60 cm, also bei leicht gebeugten Armen von mir entfernt. Die Kamera oder das Objektiv ist auf seine 10 mm gestellt. Und wie ihr seht, man kann immer noch genug von mir sehen. Eine Freistellung haben wir natürlich definitiv nicht, denn selbst bei Offenblende 4 und bei dem Winkel, den wir aufnehmen, könnt ihr natürlich eine Freistellung nicht erwarten. Vorteil der ganzen Geschichte ist, und ihr seht ja auch, ich halte es ein bisschen unruhiger mal, die Bildstabilisation arbeitet auch gut, nicht perfekt, aber sie arbeitet gut und das reicht zum Vloggen auf jeden Fall aus. Vorteil bei dem Bildwinkel, jetzt drehe ich das mal so rum, wenn ich jetzt euch irgendwas zeigen möchte, irgendwo hin zeigen möchte, seht ihr selbst, der Bildwinkel reicht auf jeden Fall aus, um ein Areal oder irgendetwas zu zeigen. Und ich muss sagen, der Bildwinkel gefällt mir. Und wenn mir das zu viel ist, habe ich ja die Möglichkeit, ich drehe das Ganze jetzt mal auf 12 mm ungefähr, ein bisschen näher dran. Und ja, es funktioniert hervorragend. Und ich kann wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiterreden, denn das ganze Paket wiegt nur wenige Gramm. Ich kann das gut in der Hand halten und ist somit für mich und für meine Bedürfnisse ein perfektes Objektiv auch zum Vloggen. So, weiter ins Studio. Ja, bei einem Bildwinkel von 109 Grad, selbst wenn man vielleicht eine ältere Sony Alpha 6000er, 6300 oder 500 besitzt, wo man kein Display hat, was man auf 180 Grad rumklappen kann, bei dem Bildwinkel reicht es, wenn man ja das Objektiv oder die Kamera grob in seine Richtung hält und dann ist auch alles drauf. Also zum Vloggen muss ich sagen, finde ich dieses Objektiv schon sehr, sehr gelungen. Und gerade wenn man vielleicht im Urlaub unterwegs ist, mal in die Kamera reinsprechen möchte oder auch dann wiederum zeigen möchte, was hier in der Umgebung los ist, ist es eine schöne Brennweite. Und wem die 10 mm oder die 15 mm Äquivalent zum Vollformat zu viel sind, der hat ja die Möglichkeit, ein bisschen reinzuzoomen. Wie anfangs schon erwähnt, die fehlende Lichtstärke mit der Belichtungszeit, muss man dann ja ein bisschen länger werden, komprimiert dieses Objektiv durch sein OSS, also durch die Bildstabilisation auf jeden Fall mit. Es ist jetzt nicht so eine Bildstabilisation, wie ich sie sonst kenne, vielleicht von Olympus oder Panasonic Kameras, aber im Bereich der Fotografie, muss ich sagen, kann man auch dann wiederum mit längeren Belichtungszeiten arbeiten und diese Blende 4 stört mich dann nicht gerade wirklich. Es ist auch nicht gerade im Ultraweitwinkelbereich für mich von großen Nöten, dass ich eine wirkliche Lichtstärke habe, wie Offenblende 2, wie zum Beispiel das Samyang 12 mm Offenblende 2. Das brauche ich hier nicht unbedingt. Gerade im Landschaftsbereich blende ich sowieso meistens ab. Und wenn ich plane, vielleicht die Sternfotografie oder die Milchstraße zu fotografieren, würde ich das auch nicht unbedingt mit dem Objektiv machen. Das wird ein bisschen schwierig bei Blende 4. Das muss man mal auch an dieser Stelle ehrlich zugeben. Auch wenn der eine oder andere, habe ich gehört, ein bisschen über den Autofokus gemeckert hat, aber sorry, in dem Weitwinkelbereich erwarte ich nicht unbedingt einen super schnellen und zackigen Autofokus. Und gerade wenn ich den Autofokus auf mich gerichtet habe in der Videografie zum Vloggen, muss ich sagen, reicht mir das vollkommen aus. Also mir fällt da nichts Negatives auf. Komme ich jetzt aber zu dem Punkt, der euch wahrscheinlich am meisten interessiert, und das ist natürlich die, ja, die Qualität, die Bildschärfe. Natürlich schon bei Blende F4 und auch bei 5, 6 und bei 8 durchgehend ist eine tolle Schärfe zu erwarten. Und gerade im Zentrum gefällt mir das absolut. Wer am Rand jetzt wirklich bis ins letzte Detail, bis in die letzte Ecke glaubt, dass man die gleiche Schärfe am Rand dann auch hat wie in der Mitte, da muss ich euch enttäuschen. Das ist aber auch sehr, sehr schwierig bei so einem Ultraweitwinkel. Aber ich habe schon durchaus Objektive gesehen, die im Außenbereich noch wesentlich schlechter abgeschnitten haben. Also wenn ich mir das Bild in der Gesamtheit betrachte, muss ich sagen, schon ab Offenblende 4 habe ich eine angenehme Schärfe und ist dem Preis des Objektivs auch absolut gerechtfertigt. Entschuldigung. Bis Blende 8 oder auch bis Blende 11 finde ich das absolut brauchbar. Wenn man nachher auf Blende bis zum Ende geht, klar, da kommt nachher die Beugungsunschärfe und das würde man dann auch wahrscheinlich provozieren, um schöne Blendensterne zu erzeugen. Denn hier mit 7 Blendenlamellen habe ich trotzdem festgestellt, gefallen mir die Blenden oder auch Sonnensterne nicht ganz so gut. Mag vielleicht daran liegen, dass die Blendenlamellen ordentlich abgerundet sind und vielleicht auch die Übergänge der Blendenlamellen nicht so scharfkantig sind. Dadurch entstehen nicht diese schön knackig knallharten Sterne, die man vielleicht sonst auch von anderen Objektiven am Vollformat gewohnt ist. Das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke, es funktioniert schon, aber ist nicht, dass ich das jetzt irgendwie besonders hervorheben könnte.
Kommen wir zu den drei Kandidaten. Chromatische Aberration ist hier sehr gut weggearbeitet, bis in den Randbereich. Und wenn, dann gibt es nur einen hauchdünnen Saum. Wer ein bisschen abblendet, kann noch bessere Qualität erwarten. Aber es ist jetzt nichts, das auf der Seite von Kritik steht. Definitiv nicht. Das hat, muss ich sagen, Sony sehr, sehr gut weggearbeitet. Verzeichnung hat man definitiv bei so einem Ultraweitwinkel. Was will man da großartig wegarbeiten? Da muss man auch lernen, mit umzugehen. Gerade hier bei 10 mm hat man immer das Gefühl, oh, das sieht ja aber ein bisschen schief und krumm und läuft zur Mitte hinzu. Aber wie gesagt, das hat auch damit zu tun, wie hoch oder oben oder unten richtet man den Horizont aus. Ansonsten Verzeichnung in dieser Form hat Sony auch gut weggearbeitet. Und selbst wenn man nachher in die Korrektur reingeht, fällt mir jetzt nicht wirklich unbedingt das so krass auf, dass ich sage, das Bild hat sich jetzt komplett verändert. Was mir allerdings aufgefallen ist, da haben sie vielleicht ein bisschen im Durchmesser an Glas gespart. Das ist die Vignettierung, die Verdunklung über die Ecken. Die sind hier schon ausgeprägt. Auch da habe ich schon Objektive gesehen, die es noch schlechter machen. Aber auch in der Korrektur macht natürlich Lightroom oder auch in der Kamera kann man das gut wegarbeiten. Das ist jetzt vielleicht wieder meckern auf hohem Niveau. Aber was dann natürlich auffällt, wer dann später mit Filtern arbeiten möchte, mit Schraubfiltern, die da drauf setzt, und jetzt hat man schon eine leichte Vignettierung, das verdoppelt das Ganze natürlich. Wer also mit Schraubfiltern arbeitet, der sollte reinzoomen. Denn bei 10 mm Schraubfiltern habt ihr wirklich ganz klar zu erkennen, Verdunkelung über die Ecken. Wenn ihr das verhindern wollt, dann zoomt ihr einfach auf 12 mm rein und dann sind die Ecken wieder befreit von den Verdunklungen. Ja? Möglichkeiten gibt es viele. Ihr seht also, mir gefällt dieses Objektiv und ich habe euch schöne Bilder gezeigt, nicht nur die, die ich gemacht habe, sondern auch die mir zugeschickt worden sind, und das hat mich sehr, sehr gefreut und da waren richtig schicke Bilder bei. Komme ich jetzt zum Fazit über das 10 bis 18 mm Offenblende 4 OSS von Sony. Ja, ihr hört, ein wirklich schlechtes Wort habe ich darüber nicht verloren. Das Gesamtpaket gefällt mir. Kommt es auf meine Liste? Gut und günstig? Ich sag mal, würde es so um die 480 Euro Neupreis kosten, dann würde ich sagen, gut und günstig ist es dann auf jeden Fall. Wenn ich das Geld über hätte, hätte ich 650 Euro dafür ausgegeben, was es ja jetzt kosten sollte. Ja, könnte ich für den Preis auch empfehlen. Denn wie gesagt, es gibt da nicht viele Alternativen. Im Gegenteil, es gibt eigentlich kaum eine Alternative. Ich werde nochmal im Vergleich zu diesem Objektiv noch zwei andere einmal dagegen halten. Das ist zum einen, was ich ja schon gesagt habe, das Samyang 12 mm Offenblende 2.8 und auch ein Sigma 16 mm Offenblende 1.4. Eigentlich kann man das alles nicht miteinander vergleichen, denn hier haben wir einen wirklichen Ultraweitwinkel. 12 mm fällt zwar auch in den Ultraweitwinkel, aber nicht ganz so weit wie hier. Und das 16 mm ist zwar unheimlich lichtstark von Sigma, dennoch bleibt da auch nicht mehr viel vom wirklichen Weitwinkel über. Es ist zwar ein Weitwinkel, aber eben dann auch kein Ultraweitwinkel mehr. Ich bin mal gespannt, was uns in Zukunft noch erwarten wird, ob das irgendwann mal so Nachbauten hiervon gibt, damit auch die Besitzer von APS-C-Kameras im Sony E-Mount-Bereich auch mal eine größere Auswahl haben. Ich hoffe, mein Beitrag über dieses Objektiv hat euch gefallen. Ich bin froh, dass ich es habe, gehe damit viel los zum Vloggen, zum Fotografieren, und es ist klein und leicht und passt auf jeden Fall locker in meine Fototasche rein, wenn nicht auch so, einfach so in die Tasche rein, und ich muss sagen, mir macht das viel Spaß. Ja? Jetzt habe ich einen Bericht darüber gemacht, Genüge getan, dass es endlich mal wieder einen weiteren Bericht über dieses Objektiv geht. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann stellt es doch bitte einfach unten in die Kommentare. An dieser Stelle würde ich sagen, wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche oder auch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Michael. Tschüss. My only
blame for your love.